So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir gehen jetzt wieder in eine Expedition und zwar wieder ins neuere Land, weil wir dort noch das ein oder andere übrig haben. Ich bin gespannt, ob wir ihn dort finden, den guten Captain Olimar, aber ich glaube eher nicht. Da haben wir wahrscheinlich noch ganz andere Dinge zu tun, bevor wir denn endlich zu ihm kommen. Neues Gebiet gibt es ab 4000 Glycerium, aber ich bin schon mal gespannt. Oh, guck mal, stille Ufer haben wir ja schon. Ja, stimmt. Ha. Auf dem Radar werden in diesem neuen Gebiet mehrere SOS-Signale angezeigt. So sieht's aus, aber trotzdem gehen wir erstmal dorthin. Denn wir sind noch nicht ganz durch mit dem erblühenden Park. Da fehlt noch so einiges. Gerade mal 15% sind geschafft. Das heißt, uns fehlen auch noch einige Röhren, die wir zu durchschreiten haben. Und wir müssen in der ersten, in dem ersten großen Gebiet auch noch das ein oder andere machen. Und ja, eigentlich wollte ich dorthin, um die blaue Zwiebel zu holen, sodass wir die blauen Pikmin dann noch vermehren können. Aber vielleicht schaffen wir jetzt erstmal noch ein bisschen was in dem zweiten Gebiet, denn ich würde gerne schon die fliegenden Pikmin haben wollen, um wirklich im ersten Gebiet alles zu holen. Das heißt, die letzten beiden Röhren, die Taschenuhr und die blaue Zwiebel. Und dann sind wir vielleicht auch schon zu 100% mit dem ersten Gebiet durch. Das wäre toll, das wäre super. Die Höhlenerkundung. Pikmin-Keime bleiben dort im Boden, wo sie sprießen. Wenn sie dir folgen sollen, pflücken sie vor dem... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ah, es ist einfach zu viel los. Es muss zu viel gemacht werden und natürlich werden wir das auch hinter uns bringen. Das schaffen wir schon. Ja, mein kleiner Ortchen. So sieht's aus. Gut, gucken wir mal auf die Karte. Die Umgebung zu kennen ist uns wichtig. Ja, deswegen gucke ich jetzt auf die Karte. Wir müssten im Prinzip da noch mit rein, da rein, aber da kommen wir noch nicht rein. Und dann gibt es auch hier irgendwo noch eine zweite Röhre da. Aber irgendeine da. Da haben wir noch eine aufgemacht. Genau, das machen wir dann später. Das ist im Prinzip dieses Gegeneinanderballern. Ich denke mal, dass wir das erstmal im ersten Part machen sollten, beziehungsweise im ersten Gebiet, bevor wir irgendwo anders hingehen. Was sind denn diese lila Dinger hier? Kann mir das mal jemand sagen? Steht nirgendwo. Hier sind ja auch lila Dinger, die tatsächlich schon abgehandelt wurden. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Boss-Mobs, die man dann machen muss, um da an die jeweiligen Gebiete ranzukommen. Das sind bestimmt Feinde oder sowas. Wundern wird es mich nicht. Zumindest müssen wir jetzt erstmal entweder dort mit hin oder aber, wenn wir hier drüben sowieso schon sind, hier mal durch, um da zu gucken. Da gibt es nämlich auch noch Rohlinge, das ist gut. Die können wir auch auf jeden Fall noch mitnehmen und gebrauchen. Und ich bin gespannt, ob wir an dieses Teil hier auch rankommen, an den Schatz. Das gucken wir uns mal an. Schubidubidu. Ja, kommen wir. Dafür müssten wir bloß den Frosch töten. Und für den Frosch brauchen wir die blauen Pikmin, denn die sind die einzigen, die im Wasser laufen können. Das Problem ist jetzt allerdings, dass wir nicht viele mitnehmen können. Nur 10 Stück, das ist zu wenig. Vielleicht sollte ich den Tag doch noch abbrechen und irgendwas anderes machen. Aber ach komm, das schaffen wir schon. 20 von euch nehme ich mit und 20 von euch. Ich lasse die Eispikmin jetzt erstmal hier. Wir dürfen nur 3 verschiedene Arten aktuell mitnehmen. Das ist in Ordnung. Denn sonst hätte ich davon auch nochmal 10 mitgenommen. Aber 3... reicht. Kriegen wir hin. So, einmal nochmal gucken. Da könnten wir jetzt auch rein in die Röhre. Hier gleich links. Aber da ist noch ein Weg frei gemacht worden. Den gucken wir uns auch noch an. Komm, Ortchen, wir steigen auf. Gott, du aber, du musst so viele Pikmin schleppen. Ja, das Teil haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Das sieht so aus, als wenn er irgendwas spuckt. Was ist das? Ach, das können wir ausgraben. Ja, du kommst mal mit. Wir graben später weiter. Das müssen wir auch noch machen. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um das Teil. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich weiß nicht, was er macht. Neue Kreatur entdeckt. Upsala. Und er hat offensichtlich etwas zum Tragen. So ist gut. Was ist das? Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Das nehmen wir auch mit. Ich würde gerne blaue haben wollen, aber ich kann keine blauen mitnehmen. Das ist doof. So, und du versuchst jetzt mal hier alles auszugraben, was wir hier finden. Ja, das kriegt ihr hin. Und das scheint ziemlich groß zu sein und sehr langwierig. Eine Mundharmonika. Gott, wie süß. Ja, nehmen wir. Ist okay. Währenddessen werde ich den Rest schon mal abgraben hier. Wuff, wuff. Gott, Hammer. Super. Damit nehmen wir alles mit nach Hause, was hier jetzt im Prinzip rumlag. Da drüben ist noch ein bisschen was. Den Frosch müssen wir auch noch töten und dann kommen wir noch zu den Piekseviechern. Neuen Schatz eingesammelt. So soll es sein, so ist es fein, aber da oben kommen wir so schnell nicht drauf. Ich will jetzt erstmal die Höhle machen, damit wir die hinter uns bringen können. Alle fallen sie hier hinten runter. Es ist schön, es freut mich für euch. Gut. Neuen Schatz eingesammelt, der gehört uns. Die Mundharmonika Melody.
Das ist aber schön. Also alles, was irgendwie Musik macht, wurde dort mit reingepackt. Sehr niedlich. Tunnel ins Dunkel. Oh, eine Höhle in Finsternis. Kein Licht fällt hinein. Eine Weile... nee. Noch nicht. Noch nicht. Mit Dunkelheit kann ich noch nicht umgehen. Wir wollten uns diesen Anzug holen, der dafür sorgt, dass wir noch ein bisschen mehr sehen können. Oh, verdammt. Töten! Musste sie einmal beruhigen. Auch immer die hier überall rumlaufen. Sind hier noch welche unterwegs? Nö. Der nimmt mal alles mit. Auch die Gelben sollen sich noch weiter vermehren. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind zwar nicht komplett durch, aber das ist schon gut. Okay, sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Nein. Aber hier ist noch etwas, das wir noch ausgraben können. Müssen wir auch immer. Und ihr könnt alle sehr gut graben. Deswegen geht ihr mal ran. Oh, verdammt! Nein! Oh mein Gott! Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Oh, das ist nicht gut. Der frisst mir meine Pikmin. Okay, wir nehmen den Schatz mit und gehen zur Höhle. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viele blaue. Keine 10 Stück mehr. Was aber nicht schlimm ist. Wir können ja auch mit den anderen dann die blaue Zwiebel tragen und dann können wir die auch vermehren. Das ist okay. Aber trotzdem ist das echt fies. Echt gemein gewesen. Mist, verdammter. Gut. 45 sind noch da, 5 hat er gefressen und ein oder zwei davon waren definitiv blaue. Wir machen dich später fertig, aber schön, dich schon mal kennengelernt zu haben. Und da oben haben wir noch jemanden, der stampft unsere Pikmin immer in den Boden ein. Den kenne ich auch noch von früher. Oh mein Gott. Neuen Schatz eingesammelt. Yarufuku. So, meine Lieben, wir laufen jetzt rüber, holen uns noch das andere Gebiet, sprich die andere Kuppel, Röhre, wie auch immer wir es nennen wollen. Ortschön, komm mal her. Steigen mal kurz auf, dann können wir hochspringen. Hier ist auch noch ein Loch. Es sind überall Löcher. Theoretisch müssen wir das noch abgraben, aber das machen wir, wenn wir wieder zurück sind, jetzt noch nicht. Was für ein Ärgernis. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so schnell gefressen werden. Zugige Gänge. Okay. Ja, wir wollen auf Ebene 1. Es gibt nur 2 Pikmin-Arten, die wir mitnehmen dürfen. Das ist in Ordnung. Rot und Gelb sind empfohlen. Da nehmen wir auch nur Rot und Gelb mit von beiden 25. Und die Blauen können sich erstmal ausruhen. Nach dem Schock. Aber ich darf mich ja nach dem Schock nicht ausruhen. Das ist ja doof. Gerettet 0, Schätze 0. Es gibt hier keine Zwiebel. Gut zu wissen. Das bedeutet, wir achten darauf, wo wir Schätze finden und ob wir auch wirklich alle haben, bevor wir dann zu anderen Dingen kommen. Seid ihr bereit, meine kleinen Pikmin? Wir sind ja jetzt schon 50, ne? Das ist ja schon gut. Aufi! Wow, das funktioniert ja super. Aber glücklicherweise hat er keinen gefressen, auch wenn es sich so angehört hat. Er hat sie erstmal nur in den Schnabel genommen, aber noch nicht aufgefuttert. Was ist das? Achso, das ist was zum Tragen. Das ist so ein kleines Armreifteil. Neon-Armreifteil. Wer kennt es nicht? Diese Knicklichter, die man so immer hatte, ne? Und dann so zusammengebunden. Ey, cool. Ich find's total nice, worauf die immer achten hier. Du wirst dich nicht schütteln und meine Pikmin runterstoßen. Das kannst du vergessen. Was haben wir denn hier oben noch? Eine Glocke. Gut, die könnt ihr holen. Das ist in Ordnung. Wir haben ja jetzt alles getötet, was hier so rundherum läuft. Ihr nehmt die noch mit. Und dann dürft ihr euch noch durch die Wand hier graben, auch wenn ich nicht weiß, wofür. Vielleicht dürfen wir dann im Kreis laufen. Ah ja, das Zeug könnt ihr später mitnehmen. Ach, da geht's noch runter, okay. Aber so scheinen wir bis auf das Teil da oben und die Gegner alles zu haben. Die Gegner nehmen wir natürlich gleich mit. Wir können jetzt jederzeit rumlaufen. Wir hätten den Gegnern sozusagen auch ausweichen können, aber wir sind doch mutig. Wir kriegen das hin.
So, viel Spaß. Und ein Puzzlestück. Ja, nehme ich auch mit. Warum auch nicht? Vielleicht können wir daraus ein ganzes Puzzle machen und kriegen noch ein Wandgemälde oder so. Das würde auch schön aussehen. So, ihr kommt alle mit. Ihr beide auch. Dann gucken wir nochmal auf die Karte, ob wir wirklich alles haben. Jo, es sieht gut aus. Es ist nur noch die Röhre da. Dann werden wir uns jetzt zur Röhre begeben und haben damit schon mal einen Teil der Ebene fertig gemacht. 3 Puzzleteile haben wir schon. Jojo, fortfahren. Das erinnert mich so ein bisschen an Banjo-Kazooie. Jede Menge Puzzleteile sammeln. Puzzlos hießen sie ja im zweiten Teil. Banjo-Tooie. Und ein Banjo-3-E gab es so gesehen nie. Nur ein Banjo-Kazooie-Schraube locker. Das war nicht meins. Aber die anderen beiden Dinge haben wir auf dem Kanal. Immerhin. Vielleicht wird es auch mal ein Schraube-Locker-LP geben, aber das weiß ich noch nicht. Es gab niemanden so wirklich, der so richtig begeistert war. Ist natürlich schade, aber was soll's. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Jetzt können wir das hier in Ruhe holen. Sehr schön. 5 da noch. Und einer nimmt noch den Kristall hier mit, den Rolling. Und dann könnten wir hiermit irgendwo hoch. Ich traue mich nicht, irgendwo hochzugehen, solange ich nicht weiß, was hier Sache ist. Das sieht nämlich so aus, als wenn das brennt. Danke. Das kann schon mal nicht mehr brennen. So viel ist sicher. Also ein Feuer bricht hier nicht aus. Dann nehmen wir euch auch alle wieder mit. Und reißen nebenbei diese Wand schon mal ein. Die muss weg. Die Mauer muss weg. Das dürfte auch relativ fix gehen mit den ganzen Pikmin. So, da ist noch Feuer. Da ist auch noch was zu holen. Hier kommt alle mit. So schön, verbrennt das Teil. Nein, es soll eigentlich euch verbrennen, aber es hat nicht wirklich viel Sinn. So, ich kann jetzt einfach X drücken, ne? Ne, kann ich nicht. Muss ich absteigen für. So, ihr macht das kaputt. Vielleicht kommen wir damit dann wieder zurück zum Schiff. Das kann natürlich auch sein. Beobachte mal, nee, die laufen trotzdem hinten rum. Das Schwein ist aber woanders unterwegs, das heißt, denen kann nichts passieren. Dann nehmen wir noch das Gold mit. Orchid hilft mit, das ist aber süß. So, und ihr dürft euch hier rum kümmern. Oh, hier kann ich Leute verwandeln. Wer hätte gedacht, dass eine dermaßen riesige Blume im Untergrund blühen würde? Ah, das ist also eine sogenannte Königinblume. Wirfst du Pik... Wenn hinein, nehmen sie die gleiche Farbe wie die der Blütenblätter an. Unglaublich, sie können die Farbe wechseln? Pikmin sind merkwürdige Geschöpfe, die mir jemals begegnet sind oder die merkwürdigsten. Ich glaube aber, dass wir nur bis zu 5 reinmachen können. Irgendwie war da sowas. 1, 2, 3, 4, 5. Und es gibt eigentlich so gesehen nur weiße Pikmin, die Gift versprühen. Wofür ist diese Blume gedacht? Machen die Eis-Pikmin? Ja, das sind Eis-Pikmin, ne? Ich glaube ja. Da ist er. Orchid ist zurück. Ja, schön. Es freut mich für Orchid. Ich brauche meine roten Pikmin. Ich muss das Schwein da drüben noch kaputt machen. Und ich hoffe natürlich, dass das Schwein meine Pikmin nicht über den Rand wirft. Sonst haben wir große Schwierigkeiten. 20 rote haben wir noch. Wurden trotzdem weggeschubst. Und, jo, geschafft. Sehr schön. So, dann transportieren wir erstmal die Kugel ab. Die Billardkugel. Dann kommt das Teil und das Schwein noch. Lauft hinterher. Helft beim Tragen. Alles ist gut, ihr kriegt das hin. So, dann haben wir jetzt schon wieder eine Etage geschafft. Eine Ebene abgearbeitet. Es kann sein, dass da hinten noch was ist, ne? Das sieht ganz danach aus. Dann müssten wir doch mal rüber. Neuen Schatz eingesammelt. Wee, wee.
Okay, wir finden hier zumindest Eier, womit wir dann unsere Pikmin auch mal wieder stärker machen könnten. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. So schön, ja. Esst euch satt. Verdient habt ihr es. Und dann haben wir hier noch einen Schatz. Gut, den dürfen wir natürlich nicht hier lassen. Viel Spaß beim Tragen. Ich komme mit, wir müssen alle mit. Denn wir wollen nicht nur nach Hause, wir wollen auch die anderen Pikmin holen und dann weiter. Das Schöne ist, egal ob wir jetzt hier drin stehen oder nicht, ich glaube, das ist dieser Kreis, wo die Pikmin nicht sterben können. Wir werden sie auf jeden Fall so jetzt mitnehmen, aber es ist nicht schlimm, wenn wir dann einfach in die untere Etage weitergehen. Sie werden trotzdem mitgenommen. Hat schon nie runterfallen. Auch dich brauche ich noch. Neuen Schatz eingesammelt. Das sieht aus wie von der Bahn. Ja, genau. Eine Schiene, die eine Kurve bildet. Es wäre cool, wenn wir das dann irgendwo in unserem Hauptgebiet aufbauen könnten. Das wäre richtig schick, richtig nice. So, ich glaube, wir haben alles. Dann suchen wir jetzt unsere Röhre, womit wir noch tiefer können. Ich gucke trotzdem nochmal. Ja, es gibt sonst nur die Luftdinger. Dann ab in die nächste Etage. Die dritte Ebene, der wir uns widmen müssen. Bevor wir dann letztendlich ins erste Gebiet wieder zurück müssen. Ich glaube nicht, dass wir die Flugpikmin so schnell finden werden. Ich werde wohl die Uhr nochmal später holen müssen. Auch wenn ich es ungern machen würde, aber dann müssen wir leider durch. Ah, Fortschritt 50%, immerhin 7 Schätze schon gefunden. Das ist ganz gut, gibt wieder ein bisschen Glycerium. 7000 brauchen wir, 5000 haben wir. Na, dass das da so offen rumliegt, gefällt mir aber nicht. Das bedeutet meistens, dass es Ärger gibt. Wir gucken mal. So, was haben wir hier? Macht es nur auf, dann hole ich euch zurück. Dafür brauchen wir 29. 29 Rohlinge. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen was übrig, sodass wir die 29 genauestens hinbekommen. Und dann geht's los. Ja, Orchin kann nicht so viel machen dort. Holt euch die ganzen Rohlinge. Dankeschön. Und dann kommen wir zumindest schon mal zu der letzten großen Blase. Allerdings müsste ich jetzt hier irgendwie rauf. Da werde ich so gar nicht hinkommen. Und ich kann leider noch nicht so pfeifen, dass die einfach so aus dem Boden herauskommen. Das gab es früher mal als Extra-Pfeife, die man sich holen konnte. Bau der Tonziegelbrücke ist durch. Ich will jetzt hier nicht weiter. Wir werden jetzt hier erstmal rüberspringen. So, aufsteigen. Okay, Orchid, bereit. Wir müssen kämpfen. Gut gemacht. Der ist tot. Ja, saugt euch satt. Warte, ich komme runter. Okay. Weiter geht's. Dann können wir hier hoch und haben hier eine Tüte. Okay, die Tüte kann ich platt machen. Das ist kein Problem. 20 Pikmin haben wir dabei. Tasche wurde geplättet. Schön. Okay, da vorne sind auch noch Eis-Pikmin. Die müssen wir noch mitnehmen. So, ich habe euch gerettet. Ihr müsst mir zu ewigem Dank verpflichtet sein und alle meine Wünsche erfüllen. Und sie mir von den Augen ablesen. Super. Aufsteigen. Gut, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Was mache ich hier mit Pikmin? Das könnte schief gehen, wenn die daneben fliegen, daneben fallen. Vielleicht sind gleich alle gelben tot. Nee, sie gehen vorher runter, Gott sei Dank. Okay, wir können zwar hier rauf, aber da kommt noch ein Feuerschwein. Wenn wir das also nach Hause bringen wollen, dann sieht es so aus, als wenn die alle gefressen werden oder zumindest verbrennen. Das bringt mir nichts. Also muss ich erst das Feuerschwein töten. Oh, das verstehe ich aber nicht. Nicht runterwerfen. Das Verbrennen ist mir egal, aber nicht runterwerfen.
macht ihr das hier noch frei. Oh, ihr eigentlich nicht. Oh, verdammt. Ich dachte, ich habe die Roten noch ausgewählt. Das war jetzt dumm von mir. Danke. Die Pfeife. Ja, ja, ich bin eine Pfeife, ich weiß. Ja, warum auch nicht. So, dann könnten wir hier jetzt durchlaufen. Das ist kein Problem. Da oben ist auch noch was drauf, da muss ich später hin. Das heißt, die Pikmin könnten hier dann darüber wieder zurück. Gut. Heißt, erstmal alles abtransportieren, was wir finden können. Und denen dürfte nichts passieren. So ist gut. Okay, das kann auch abtransportiert werden. Gehört wahrscheinlich auch zum Zug dazu. Fünf da. Eine am Kristall. 10 brauche ich hierfür noch. Super. Hier läuft hinten rum. Ja, ist okay. Worum ist am Ende egal. Hauptsache, wir kriegen alles. So, ich gehe erstmal zurück zu den anderen. Ach, sie stehen jetzt hier rum, weil sie nicht wissen, wohin. Ja, stimmt. Ach Gott, wir können sie auch hierher rufen, das Schiff. Oh, ich bin doch was doof, ne? Aber dann liegen die Pikmin da rum. Nee, das wollen wir nicht. Stimmt, da war was. Und nur so kommen wir an die anderen Teile ran. Dann gehe ich jetzt erstmal rüber. Hol die anderen Pikmin. Geh wieder zurück. Abo? Plus Like? Gleich große Freude.